Also ich nehme mit, dass die Baustellen, die wir gerade im Gesundheits- und Pflegebereich, aber auch im Bereich Emanzipation vor uns haben, viel größer sind, als ich es vorher sogar dachte. Ich will erreichen, dass wir Gesundheits- und Pflegepolitik so gestalten, dass Menschen selbstbestimmt da alt werden können, wo sie es möchten und dass sie dafür die notwendigen Strukturen haben und die notwendigen Versorgungsangebote. Grün ist die einzige Partei, die wirklich das Selbstbestimmungsrecht der Menschen in den Mittelpunkt stellt und die nicht über die Köpfe hinweg besserwisserisch erzählt, wie die Menschen alt werden oder gepflegt werden wollen, sondern Grün ist die Partei, die im Dialog mit den Menschen die besten Lösungskonzepte findet und die dann auch wirklich umsetzt. Also ich denke, wir haben in Nordrhein-Westfalen eine gute Strecke hingelegt die letzten knapp 2 Jahre. Umwelt- und Verbraucherschutzpolitik hat wieder Gewicht und ist eine Marke, die aus Nordrhein-Westfalen kommt. Gibt es viele, viele Beispiele, sei es im Bereich der Umweltverwaltung, sei es im Bereich des Verbraucherschutzes, sei es bei Skandalen wie Dioxin, EEC oder wenn es darum geht, für artgerechte Tierhaltung zu streiten. Ja, wer soll eigentlich Energiewende machen? Die Bundesregierung jedenfalls kann es nicht. Letzte Dreivierteljahr ist da nichts passiert. Wenn, dann genau das Gegenteil, wie zum Beispiel bei der Solarförderung, Gebäudesanierung. All das sind Wegmarken auf einer Strecke, die nicht von Energiewende eine Geschichte erzählen. Deshalb brauchen wir eine starke nordrhein-westfälische grüne Landesregierung und nicht so Leute wie Röttgen, die die Energiewende vor die Wand fahren. Wir sind ein altes, traditionelles Industrieland, das Land von Kohle, Kraftwerken, Maschinenbau. Und in der Energiewende werden alle Sachen sich ändern. Die Art, wie wir Autos fahren, wird sich ändern, wie wir Häuser bauen, wie wir Strom herstellen. Und entweder holen wir uns diese Arbeitsplätze in diesem Land oder alle anderen werden sie sich holen. Und die Energiewende können am besten wir Grüne. Wir haben jetzt fast 40 Jahre gekämpft, um den Atomausstieg hinzukriegen. Jetzt fängt die Energiewende an und das wird genauso schwer. Es wird eher schwerer, weil ganz viele Probleme zu lösen sind. Und da alle anderen immer gucken nach den Interessen der großen Stromkonzerne, nach anderen Interessen, nur wir Grüne, die Energiewende im Fokus haben, ich glaube, sind wir besser wie Röttgen, besser wie Lindner, auch besser wie die SPD. Deswegen braucht es uns in der Regierung. Naja, die beiden sind doch hauptursächlich mitschuld an vielen Finanzproblemen, die wir haben. Also das Wachstumsbeschleunigungsgesetz, damals die Mövenpick-Hoteliers, die Erben, Steuererleichterung und Ähnliches, kostet uns in NRW 800 Millionen Euro jedes Jahr. 800 Millionen sind, um das mal praktisch zu übersetzen, 16.000 Stellen, die wir streichen müssen. Wir können doch nicht 16.000 Stellen streichen, um so einen Quatsch zu bezahlen. Und das, was Herr Röttgen und Herr Lindner in Berlin gerade vorhaben, Steuerprogression begradigen, kostet uns 500 Millionen Euro. Das sind 10.000 Stellen, immer in dieser Größenordnung, und greifen die uns an und ziehen uns Jahr für Jahr das Geld weg. Ich meine, denen kann man beide das Land nicht geben. Beide sind nur mit halbem Herzen da. Beide wollen eigentlich nicht hier in die Regierung, weil die Arbeit auch sehr schwer und sehr hart ist. Und beide haben das, was sie in Berlin machen, nicht hingekriegt. Also für mich ist das ganz klar. Wir brauchen stärkere Grüne, gerne wieder mit der SPD. Wir haben gut gearbeitet. Wenn man so eine Parteibasis hat, wie wir heute hier auf dem LPR erlebt haben, so motiviert, dann kann man sich auf diesen Wahlkampf nur freuen. Und natürlich mit einer Spitzenkandidatin, die breit getragen wird, die hoch motiviert ist. Also es kann losgehen. Wir sind gut aufgestellt. Ja, viel erreicht, viel zu tun. Wir Grüne haben in den letzten 20 Monaten unser Land wirklich verändert und wir haben noch wahnsinnig viel vor. Deswegen werben wir für den 13. Mai um eure Stimmen und sind ab sofort im Wahlkampf. Wir werden sehr stark präsent sein im Netz, wir werden auf den Straßen präsent sein, auf den Marktplätzen, werden mit kreativen Ideen versuchen, die Menschen zu überzeugen, dass wir starke Grüne brauchen am 13. Mai. Und ich sag mal so, wenn ihr wollt, dass am 13. Mai wieder zwei Landesmütter dieses Land regieren, dann solltet ihr die Grünen stark machen, denn nur mit Grünen gibt es weiterhin eine starke Regierung, Kraft Lörmann, und wir setzen auf eure Unterstützung.